Christian Lindner in die Heute-Show. Was unser Finanzminister jetzt gemacht hat, das kriegen die meisten Satiriker nicht hin. Das ist Comedy Live. Deutschland, das Land, das für präzise Technik, für Fortschritt, für Innovation steht, stand, Entschuldigung, und das jetzt nicht in der Lage ist, seinen Bürgern eine Entschädigung zeitnah auszuzahlen und dessen Finanzminister nicht in der Lage ist, normal zu formulieren. Ja, schauen Sie sich gleich das Video an. Viele haben zuerst gedacht, das sei ein Fake. Das ist es aber nicht. Jetzt unser neuer Comedy-Star Christian Lindner. Voilà. Die Rechtsetzung läuft. Das kriegen wir jetzt in Kürze hin. Aber dann beginnt die technische Umsetzung. Dann muss nämlich bei der Behörde, die es macht, eine Entscheidung muss dann noch getroffen werden, müssen Steuernummer und IBAN zusammengebracht werden. Jetzt sind wir aber ein paar Deutsche. Also sind ein paar IBAN, die man einsammeln muss. Ein paar sind auch schon vorhanden. Also bei den Sozialversicherungen und beim Finanzamt. Und das zu integrieren, das dauert nach den Angaben der Expertinnen und Experten in meinem Haus, also Bundeszentralamt für Steuern jetzt insbesondere, das dauert mal eben 18 Monate, diese ganzen Daten zusammenzubauen. Es geht aber noch weiter, Herr Bollmann. Nach den mir vorliegenden Zahlen wäre die öffentliche Verwaltung gegenwärtig mit ihrer IT nur in der Lage, 100.000 Überweisungen am Tag vorzunehmen. Jetzt überlegen Sie mal, wie viele Deutsche wir sind. Wie lange braucht das denn dann bis 100.000 Überweisungen pro Tag und dann Millionen Leute? Also verstehen Sie, ist nicht so einfach, dass man sagen kann, wir drücken auf den Knopf, Koalitionsausschuss beschließt, Geld ist im Haushalt da, werden wir schnell los. Zu Ihrer Frage. Ja, phänomenal. Rechnen etwas schwierig, formulieren auch etwas schwierig, aber bei dem Schulwesen in Deutschland, da wundert das ja niemanden. Ich habe auch meinen Augen kaum geglaubt, also man kann das wirklich so in die Heute-Show nehmen, eigentlich unkommentiert. Im Internet hagelte es Spott, sehr verständlich, und ein paar Reaktionen will ich euch jetzt vorlesen. Sunny Bear, so ein Quatsch, den der da redet. Jeden Monat werden Millionen Zahlungen von der Arbeitsagentur und anderen Behörden zum Monatsende ausgeführt. 100.000 am Tag. Hält der uns für so bescheuert? Roland Faude blendete ein Foto mit Lindocchio ein. Voilà. Ja, faszinierend. Der nächste Tweet. Königin der Nacht, Deutschland im Jahr 2022. Hört sich an wie ein schlechter Witz. Lobster Kitten. Ist das echt? Nico Ernst, natürlich, heute live von mindestens 3 Fernsehsendern und über die Webseite des Finanzministeriums übertragen. Arti 88. Und daneben steht der, der das Finanzministerium auch jahrelang geführt hat und seinerseits die Digitalisierung verschlafen hat. Immer wieder erschreckend, welch ein digitales Entwicklungsland wir doch sind, sag ich als Datenbankentwickler. Jürgen Voskuhl, eben. Auch die 100.000 Überweisungen pro Monat halte ich für Quatsch. Bei den 21 Millionen Rentnern klappt es doch auch Monat für Monat, oder? Julian Reichelt, am besten lässt man einfach die Öffentlich-Rechtlichen die IBAN und Steuernummer der Bürger eintreiben. Die sind skrupellos erfahren und effizient in ihrem Job. Ja, tatsächlich. Die GEZ, wie die früher hieß, die schafft das. Und auch bei der Steuer klappt es ja auch. Die wird ja auch eingezogen und 18 Monate mindestens. Und man könne es nicht gleichzeitig überweisen. Das ist wirklich phänomenal. Das beste Deutschland aller Zeiten. Wir retten die Welt. Wir kontrollieren das Weltklima. Aber wir sind nicht in der Lage, IBANs richtig schnell zu erfassen und gleichzeitig Überweisungen zu machen. Man kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus. Ich weiß nicht, wie geht's euch? Ähnlich seid ihr auch am Wundern ohne Ende. Ich habe es in meinem Artikel zu dem Ganzen geschrieben auf meiner Seite. Also man könnte eigentlich die Abendsendung Heute-Journal mit dem Heute-Journal, mit der Heute-Show ersetzen und umgekehrt wahlweise die Grenzen zwischen Satire und Realität in diesem Land, die verwischen immer mehr. Und wehe, 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 man macht darauf aufmerksam, dann ist man ein böser, böser Rechter. Also gleichbedeutend mit Nazi. Ja, das war's für heute. Weil es so schön war, jetzt
zum Abschluss noch einmal den Streifen mit unserem Bundesfinanzminister IBAN, Indiana Jones auf der Suche nach der IBAN. Alles Gute. Ja, und Abo dalassen, Like für die Algorithmen, Glocke, jeder Kommentar steigert die Algorithmen. Alles Gute, danke, ciao. Die Rechtsetzung läuft, das kriegen wir jetzt in Kürze hin. Aber dann beginnt die technische Umsetzung. Dann muss nämlich bei der Behörde, die es macht, eine Entscheidung muss dann noch getroffen werden, müssen Steuernummer und IBAN zusammengebracht werden. Jetzt sind wir aber ein paar Deutsche. Also sind ein paar IBAN, die man einsammeln muss. Ein paar sind auch schon vorhanden. Also bei den Sozialversicherungen und beim Finanzamt. Und das zu integrieren, das dauert nach den Angaben der Expertinnen und Experten in meinem Haus, also Bundeszentralamt für Steuern jetzt insbesondere, das dauert mal eben 18 Monate, diese ganzen Daten zusammenzubauen. Es geht aber noch weiter, Herr Bollmann. Nach den mir vorliegenden Zahlen wäre die öffentliche Verwaltung gegenwärtig mit ihrer IT nur in der Lage, 100.000 Überweisungen am Tag vorzunehmen. Jetzt überlegen Sie mal, wie viele Deutsche wir sind. Wie lange braucht das denn dann bis 100.000 Überweisungen pro Tag und dann Millionen Leute? Also verstehen Sie, ist nicht so einfach, dass man sagen kann, wir drücken auf den Knopf, Koalitionsausschuss beschließt, Geld ist im Haushalt da, werden wir schnell los. Ja, einen guten Witz habe ich heute nicht, nur einen dummen Spruch, der wahrscheinlich auch wieder diskriminierend ist und ganz schlimm. Aber an was ich heute denken musste, als ich den Herrn Lindner sah, ist dieser alte dumme Spruch: Gestern wusste ich noch nicht, wie man Ingenieur schreibt, und heute bin ich schon eines. Entschuldigen Sie die Plattheit, aber wenn so eine Plattheit vorgegeben wird, da kann man auch nicht anders als platt reagieren. Danke fürs Zuschauen. Ciao.